Ja, hallo. Heute gibt es einen neuen weiteren Fantasia von mir, von den neuen Sorten. Heute handelt es sich hier um den Fantasia Foreplay. Sieht hier auf der 50 Gramm Frau und Foreplay drauf. Hier unten steht noch, hier unten sieht man das, Start the Night of Fright, also soll die Nacht richtig starten. Das soll angeblich mit dem Tarakir so klappen, ne? Kommen wir zum Schnitt. Ich habe das Ganze jetzt mal hier im Zipper gelassen. Der Schnitt ist wie immer sehr fein eigentlich. Ein paar gröbere Stückchen. Hier sieht man vielleicht sogar direkt hier ein großes Ästchen war mit dabei. So, da sieht man es besser. Ansonsten sehr feuchte Masse. Feiner Schnitt. Ist ganz in Ordnung. Zum Geruch. So, oh, da kommt schon eine Duftwolke entgegen. Es riecht auf jeden Fall sehr nach Früchten oder halt sehr fruchtig. Ich würde sogar vielleicht sagen, es riecht so leicht ein bisschen nach Wassermelone, Kirsch oder sowas. Es ist auf jeden Fall nicht eine Frucht, also es riecht auf jeden Fall so, als wären da mehrere Früchte mit drin. Zu meinem Setup, ich rauche auf der NPS mit der Sapphire Power Bowl. Immer zwei Lagen etwas dickere Alufolie. Kopf ist halb voll, ungefähr um die Löcher herum. Atomlochung und drei Prikos. Er raucht ganz gut. Ich denke mal, das ist man auch von Phantasia gewohnt. Ja, der Geschmack ist ein bisschen undefinierbar. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass er nach dem schmeckt, was ich gerochen habe, also so Wassermelone, Kirsche oder so. Ich würde eher vielleicht so, erinnert mich vielleicht an einen Bonbon mit mehreren Früchten, so Waldfrüchte, Beeren oder sowas. Ist auf jeden Fall sehr süßlich gehalten. Ne, das Bonbon passt nicht. Es ist auf jeden Fall sehr süßlich gehalten, intensiv im Geschmack. Ich kann es auch nicht ganz genau rausdefinieren, nach was es schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall lecker. So viel kann man dazu sagen. Also hat Phantasia gute Arbeit geleistet mit der neuen Sorte. Ja. Irgendwas Süßliches. Vielleicht nach einem Bonbon oder so Zuckerwatte. Nee, nicht ganz. Vielleicht so ein bisschen danach. Ah, das ist. Ist auf jeden Fall schwer zu beschreiben. Allerdings schmeckt er mir. Und eine Kaufempfehlung gibt es dafür von mir auch. Ist wirklich sehr lecker, ist intensiv. Der Schnitt ist gut, die Feuchtigkeit ist in Ordnung. Er schmeckt süßlich. Intensiv, wie ich gesagt habe, ja, soll man großartig dazu sagen. Probiert ihn, bildet euch selbst eine Meinung. Und das war's auch schon wieder von mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.